Hey und willkommen hier zu meiner neuen Reihe Let's Building die Sims 4 mit meinem Orient-Tempel. So heißt das momentan noch, Work in Progress. Ich weiß noch nicht, wie ich das nenne. Vielleicht am Ende des Videos weiß ich das. Ich habe auf jeden Fall coole Ideen, denn mit Großstadtleben, da kamen so viele tolle orientalische Objekte hinzu. Und auch in Gaumenfreuden gab es schon einige richtig coole orientalische Möbel. Und da muss man doch einfach zugreifen und jetzt endlich mal was Orientalisches bauen. Ne? Allein schon dieser Tisch, es ist genial. Ne? Es ist so, so schön. Und da gibt es noch mehr davon. Da gibt es so, so viele. Es ist wirklich krass. Wir haben so Shisha-Dinger, Blubbermaschinen. Wir haben richtig tolle, bunte Objekte. Und da, ja, das ist einfach genius. Ne? So ein bisschen indisch angehaucht. Wir haben tolle Bilder, wir haben unglaublich schöne Sachen da drin und die muss man einfach irgendwie verwenden, ne, um hier was Orientalisches zu bauen. Es ist so krass, es ist so schön, es ist so, es schreit quasi genau dazu, hier jetzt mal was zu bauen in diese Richtung. Und ja, das möchte ich jetzt hier tun und zwar möchte ich so eine Art Tempel oder sowas bauen, ne, so eine Art Tempel, so ein Chill-Tempel, vielleicht mit Spa. Muss ich mir noch überlegen, ob wir da auch ein Spa reinmachen und da gibt es so schöne Objekte, ne? Allein schon die Vorhänge, für die lohnt sich schon hier was zu bauen, BB.MoveObject. Ich wundere mich auch ehrlich gesagt so ein bisschen, dass es in Mosaikbögen, ne? Dass es in Großstadtleben keinerlei wirklich schöne orientalische Sachen irgendwie gibt, weil es ist krass, es gibt so viele schöne Sachen, es ist so cool. Und dann muss man einfach irgendwie was bauen, ne? Es ist echt krass. So, ich höre jetzt hier auf, hier Schilder und was alles zu platzieren, die passen könnten, würden. Sondern wir fangen direkt gleich mal an. Noch ein paar, bitte. Ich darf noch ein paar rausplatzieren, oder? Also diese Trenn-Dinger, ne? Das ist so cool für so eine Lounge. Das ist alles so, so Kisten, so goldene und whatever hier, Blüten und Zeugs, das ist so krass, diese Schränke hier, da gibt es kaum was in Großstadtleben, kein richtiges Gebäude, aber hier in Oasis Springs möchte ich da jetzt was bauen und da lege ich direkt mal los und ich fange mal an mit was ich noch nicht weiß, ob das wirklich so gut klappt. Ich habe schon ein bisschen getestet vorher, ne? Das mache ich ja immer so ein bisschen, dass ich so grob weiß, ja, funktioniert das überhaupt oder brauche ich jetzt gar nicht anfangen, aber ja, hier war es eigentlich relativ schnell klar, ne, dass das tut. Also ich probiere es jetzt hier mal einfach, ich fange hier einfach mal an, das Ding kann man ja immer noch verschieben. Ich mache jetzt hier mal einen Turm. Aber der muss hier nur so da zwei Kästchen und da eins, ne? Oder machen wir 2, 2? Ich weiß es doch nicht. Ich glaube, wir machen 2, 2, oder? Machen 2, 2 mal so. 2, 2. 2, 2, 2, 2, 2, 2. So. Schräg und zu. Hey. Doppelt. So. Und das Ding, thanks to the copy tool hier, kann man nicht kopieren. Wie ging das nochmal so? Genau, kopieren. Kann man das jetzt auch schön kopieren hier. Das ist nämlich ganz praktisch, gerade wenn man so Türmchen baut und sowas. Und jetzt kann man da so ein Türmchen hat man jetzt. Das ist schon relativ breit. Ich weiß nicht, ob ich das so breit haben möchte. Müssen wir nochmal gucken, oder? Ob ich das so breit haben möchte? Ich weiß es doch nicht. Ich weiß es nicht. Wie machen wir das denn jetzt? Oh mein Gott. Ich glaube, ich muss das doch eins schmaler machen, das am Rand. So, zurück auf Anfang. Ah, das geht jetzt hier ratzfatz hier. So, wir müssen das, glaube ich, schmaler machen, sonst funktioniert das nicht. Das ist viel zu groß schon. Ich brauche eigentlich ein kleines, schönes Türmchen hier. So, hier so 2 oder machen wir in der Schräge 2? Ne, wir machen hier 2 und dann in der Schräge 1. Dann ist das auch so ein bisschen runder. Wir können ja leider keine runden Räume bauen. So. Jetzt aber. Und jetzt kopieren. Und nochmal kopieren. So. Und dann hat man oben ein Dach. Und das Dach muss ich wegmachen, weil ich möchte hier jetzt, das ist jetzt der Witz an der ganzen Geschichte. Ihr habt das schon auf dem Thumbnail gesehen, weil ich bin sicher, das mache ich auf das Thumbnail. Baumodus, Brunnen, da gibt es diese Kugeln aus Wellness-Tag. Da, die hier. Sphärischer Emitter. Da kommt Wasser raus. Aber wenn man die vergrößert, mit dem Vergrößerungs-Cheat, dann können das Kuppeldächer sein, ne? Das können wirklich Kuppeldächer dann sein. Und das sieht jetzt noch nicht so aus.
Das sieht jetzt gar nicht so aus wie Kuppeldach. Und das geht auch immer so ein bisschen raus. Ne? Erinnert euch mal so ein bisschen an den Taj Mahal oder so. Ne? Den alten da, den kennt ihr vielleicht noch mal, schon mal gehört. Ne? Und da kann man jetzt, ich glaube, ich muss das höher machen, damit das funktioniert. Noch höher, du auch, dann höher. So. Da kann man jetzt diese Leisten hinmachen. Ich würde die jetzt mal, oh, die, ein bisschen, die stehen ein bisschen arg weit raus. Obwohl, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Aber man kann hier so die Einfassung quasi machen, so, dass es so eingefasst ist irgendwie. Und dann hat man da so ein Türmchen, ne, mit so Kuppel. Das ist doch geil. Oder stellt euch da mal vier Stück nebeneinander in so einem Quadrat hier vor und in der Mitte nochmal einen großen. Und jetzt muss ich mal gucken, man kann nämlich hier mit den Spitzen, wir haben ja so Spitzen aus Zeit für Freunde, sind die, dann nehmen wir auch mal gleich die gelben, die beigen oder am besten weiße, weil die sind eh, werden eh beige, ne? Ja. Gitter mal anmachen, dass ich hier auf dieser Plattform bin, nach oben verschieben, mit dem Höhenverstellsheet, alle Cheats gibt's auf SimFancy, hier im Channel gibt's auch Tutorials, machen wir da oben das Loch zu und schon haben wir ein Kuppeldach. Es ist doch geil, oder? Ist es geil oder ist es geil? Eventuell können wir hier noch so eins hier drin verstecken, vielleicht sogar auch so ein weißes, genau. Wird das mal größer? Ne, das sieht nicht so gut aus. Bisschen kleiner wieder, so, bisschen hoch. Dass wir das so irgendwie nochmal so ein bisschen unterstützen, dass da auch ein bisschen Farbe reinkommt vielleicht und so ein bisschen, ja, komm, so ist doch gut, oder? So wie so ein schöner marokkanischer oder indischer Tempel, keine Ahnung, irgendwas in die Richtung. Und das kann man doch richtig gut machen, oder? Kann man jetzt das Ganze eigentlich auch kopieren? Kann man nicht, ne? Das wäre mal praktisch gewesen, weil verschieben kann ich es ja komplett. Dann muss das so bleiben erstmal. Ich muss jetzt nochmal was probieren. Okay, und jetzt macht man hier so eine Art, wo machen wir denn, wo fangen wir den Raum an? Das ist ganz wichtig, dass man das jetzt richtig macht, weil sonst sieht man nachher nicht mehr viel von dem Türmchen. Ich glaube, wir müssen sogar, vielleicht sollten wir nochmal ein Stockwerk höher gehen, hier oben. Da haben wir die mittlere, die höchste und da haben wir die auch die höchste. Also die höchste ist schon sehr krass eigentlich. Wir gucken mal. Also wir können ja das mittlere nochmal ein Stockwerk höher machen, ne? Und eventuell dann auch noch mit dem Fundament spielen. Also das geht schon. Ich mache jetzt mal hier. Und zwar fange ich wirklich mal da an. Weil ich möchte vielleicht noch so eine Art Mauer oder so machen, wo man dann entlang laufen kann. Und deswegen fange ich jetzt hier mal an. Und damit ich mir das hier markiere, mache ich da erst so eine Schräge hin, ne? Dann weiß man, dass es jetzt hier quadratisch ist. Weil sonst weiß man nicht, ist das quadratisch oder das oder so, ne? Und so weiß ich jetzt, das Ding ist quadratisch. So groß möchte ich es mindestens haben. Das Ding können wir eigentlich noch größer machen. Das machen wir noch größer. Also man zieht sich erst so eine Schräge hier, natürlich von dem Kästchen aus, das man auch will. Und das ist vielleicht auch ein ganz guter Tipp, ne? Wenn man sowas machen möchte. Weil wie kriege ich jetzt ein Quadrat hin? Das ist immer ein bisschen schwierig, weil man weiß ja nicht, ist es ein Quadrat oder nicht. Wenn man Shift drückt, dann kann man so eine Schräge machen. Wir machen das jetzt mal so, nochmal zwei vielleicht weiter so, ne? So, genau. So machen wir das. Aber die Palmen bleiben da, wieso bleiben die jetzt da? Sonst entfernt sich das Zeug immer alles. Die sollen mal ruhig weg hier, die brauchen wir nicht. Ja, da können wir ein paar lassen, das sieht gut aus für die, für als Deko. So, und da möchte ich jetzt irgendwie, da müssen wir nochmal einen Stockwerk, glaube ich, machen. Machen wir nochmal eins rüber. Aller Anfang ist schwer und ich habe hier schon den ersten Fehler begangen. Das ist nicht so gut. Nein, das ist nicht so gut. Das Türmchen, das muss hier weiter rein. So, jetzt müssen wir nochmal zählen. Man kann es auch gucken, indem man einfach die Preise vergleicht. Ne? Man zieht ja einfach eine Wand und jetzt habe ich hier 1140. Ist auch ganz gut, dann weiß ich, ah ja. Und bevor wir anfangen, Kästchen zu zählen, ne? 1140 und hier habe ich auch 1140. Jetzt weiß ich, das Ding ist gleich lang, weil es gleich viel kosten würde. So. Okay, dann passt das soweit. Nochmal kurz gucken, stimmt das wirklich, was ich hier gemacht habe? So, 1140, ja. Okay. Und da oben machen wir das Gleiche nochmal. Und zwar, ich weiß noch nicht, wir müssen hier noch zumachen. Ich hätte gerne so eine Mauer hier noch, aber die muss dann hier so sein, glaube ich. Die muss außen sein.
Dann ziehe ich den Raum mal hier komplett wieder zu, dass wir erstmal so eine Basis haben, so ein Basisquadrat. Ach so, das brauche ich jetzt nicht mehr testen, ne? Das geht jetzt schon so. So. Und jetzt hat man da in der Mitte nochmal, da müssen wir jetzt irgendwie, glaube ich, da müssen wir es jetzt anders machen. Da gehen wir jetzt weiter rein. Gitter, zeig dich. So, da gehen wir jetzt rein. Und zwar mindestens 3, wenn nicht sogar 4. 3 oder 4, ich würde mal sagen. So, 3 Kästchen. 3 ist eigentlich immer eine blöde Zahl, weil die Fenster sind meistens 4 oder 2 oder 1, aber nicht 3. Ja. Doch, wir probieren das mal. Was haben wir denn jetzt hier für eine Anzahl? Sind wir hier 2, 4, 6, 8, 10, 12 und dann 13. 13 ist doof. Eventuell, oh, das wird ja ein Riesending, du. Eventuell machen wir das 1 kleiner. Wir gehen hier 1 kleiner und hier 1 kleiner. Ja, die Planung ist am Anfang wirklich das A und O. Es zieht sich dann immer ein bisschen, ich weiß. Aber wenn man anfängt zu bauen und dann baut man, nachher merkt man, ach scheiße, das Ding ist nicht symmetrisch und das passt irgendwie hinten und vorne nicht, dann beißt man sich wirklich in den Arsch. Und ja, das ist einfach dann doof. Das will man dann nicht. Und jetzt hier oben, ach so, jetzt haben wir schon 4, ne? 3, genau. Und jetzt können wir hier 4. Und jetzt machen wir hier 1 mit 4 und 2, glaube ich. 4 und 2 muss man dann machen. 4 und 2. Oh, das wird jetzt schwierig. 4. Das sind schon 5. Dann müssen wir nochmal 1 weiter rüber. 1, 2, 3, 4. Ja, jetzt haben wir rechts und links auch 4. Genau. Und da 2. So, genau. 1, 2, 3, 4. 2. 1, 2, 3, 4. 2. Dann haben wir einen halbwegs runden Topping oben. Turm. Dingens. So. Und da kommt jetzt auch wieder eine Kugel rein. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die nicht zu groß wird. Weil die werden kaum matschig, die Kugeln. Das ist das Tolle da dran. Aber wir haben ja keine Kuppeldächer. Deswegen muss man sich ja so irgendwie behelfen, ne? So, den Raum müssen wir auch höher machen. Da können wir eigentlich total, also das Ding können wir eigentlich fett groß machen. Also müssen wir, glaube ich, auch nicht sparen, ne? Da müssen wir nicht sparen. Das machen wir so groß. Können wir das Ding, das muss nochmal eins. Was sind wir denn hier mittig? So. Ja, das muss noch höher, dass wir diese Tempelform bekommen. So, ne? So, höher noch. Höher. So. Ist es mittig? Noch eins höher, ne? Dass man die Kante hier nicht sieht. So, und jetzt kann man auch wieder diese Schnörkeldinger da dran machen. Um das Ganze zu kaschieren und einzulassen. Und ich merke gerade, wir müssen entweder tiefer oder wir müssen es kleiner machen oder größer machen, eventuell sogar. Ja, das muss hier immer ein Kästchen, ne? Nee, das wird nichts. Dann müssen wir das größer machen. Boah, das ist ein Mega-Viech jetzt geworden. Oder? Nee, das geht nicht. Das muss dann doch kleiner. Aber das muss doch hier sich einpassen können. Ich bin doch noch ein bisschen tiefer auch nochmal. Nicht so tief. Noch eins. Ist hier jetzt wieder Fleißarbeit hier, ja. Ja, so ein bisschen, da sind so ein bisschen rausguckt, macht's nichts. Also so ist, glaube ich, ganz gut, ne? So passt das auch, oder? Ist das gut? Ist das mittig alles? Sehr schön. So, jetzt haben wir hier unseren Tempel. Krass, ne? Sieht geil aus schon jetzt. Boah, ich kann mir das schon voll vorstellen. Könnt ihr euch es auch vorstellen? Das machen wir jetzt eins größer und ich verstecke das jetzt hier drin, aber ich gehe jetzt mal das Stockwerk höher, dass ich hier oben meine Kästchen habe, da muss ich es nicht so weit nach oben verschieben. Und da kommen wir jetzt auch raus wieder, aber nicht ganz raus, sodass es mittig ist. So, dass es nicht rausguckt. So, die Spitzen am Rand sollen nicht rausgucken. Und das gleiche jetzt auch hier wieder. Jetzt haben wir eigentlich... das Ding ist jetzt doppelt so groß wie die kleinen Türmchen. Eigentlich könnten wir die auch höher machen, ne, die Türmchen. Müssen wir nochmal gucken. Und jetzt das gleiche mit der Spitze, die haben wir, glaube ich, auch jetzt schon ja, vergrößert. Genau, die müssen wir auch nach oben verschieben. Dann kommt die irgendwann mal raus hier. Da kommt sie schon. Komm. Spitze. So, und du musst auch in die Mitte, ganz genau. Bist jetzt in der Mitte. Ja. So,
Bisschen rein noch. Ja. So. Wow, das wird ein Tempel. Es wird ein Spa-Tempel Extreme. Und ich glaube, ich möchte hier sogar... Also man kann natürlich jetzt so Marmor und so machen. Das müssen wir mal probieren. Oder wir nehmen diese Ruinen-Dinger, weil die sind voll cool auch. Ne? Das macht das Ganze ein bisschen mehr Wüstentempelartig. Und dann können wir vielleicht... Also es ist schon geil. Es ist schon richtig geil. Es gefällt mir voll gut. Ja, die sind alles so... Na, die sind so kleinteilig. Das ist alles so... ja, das wird auch passen. Das geht so ein bisschen in die marokkanische Richtung. Dieses Sandstein. Aber passt nicht so zur Kuppel. Das muss ja farblich mit der Kuppel abgestimmt sein. Sonst sieht das doof aus. Sonst sieht das aus, wie wenn da oben so ein Wellness-Tag-Sprudelball drin ist. Oder aber wir machen natürlich, gibt es ja auch die, gibt es auch pure Ausdruck, Putz in Perfektion, der ist ein bisschen zu glatt. Diese Steine hätten wir auch noch. Das wäre aber, das ist mir zu langweilig, finde ich nicht gut. Gib mir ein Stuck, das ist mehr, ja, das ist, geht mehr in die Richtung. Ja, das ist, glaube ich, auch zu, der wird passen. Das ist, glaube ich, mir aber zu glatt. Vielleicht können wir die Türmchen zu machen oder so. Und ja, ich möchte das, glaube ich, schon so machen. Dann hat man gleich eine schöne Form auch drin. Vielleicht oben dann, ja, das weiß auch nicht. Müssen wir mal ausprobieren. Also ich finde die Ruinen ziemlich cool. Das sind so richtig fette Steine, das sind massive Steine. Aber es hat dann wenig von Marmor, ne? Wenig von Taj Mahal. Soll es aber auch, muss es gar nicht sein, finde ich jetzt. Also es gibt noch sowas hier, die sind ganz cool. Die sehen von Namen ganz gut aus, aber das ist mit so bauartig. Und der ist halt wirklich richtig schön. Der hat so eine richtig schöne Textur. Den können wir vielleicht innen drin oder so verwenden. Ne, das ist echt schwierig. Ich muss mir das mal auch bei einem Licht angucken. Ja. Mir gut Nacht halt und so. Guck mal da. Hm. Wow. It's amazing. It's amazing. Das ist geil. Wo ist jetzt mein erstes Licht? Ist jetzt weg oder was? Ja, toll. Ah, oh, das fand ich so schön jetzt. Na gut, dann fangen wir mal so weiter. Ah, das ist schon krass. Aber das sieht noch mehr ruinenartig aus, ne? Würde ich fast schon den dunkleren nehmen. Aber das wir können ja auch das Ding ein bisschen dunkler machen, glaube ich. Ne? Das gibt es auch mehr in diesem braunen Goldton. Das passt vielleicht ganz gut. Boah, falsch. Ich würde das so mehr in die Richtung auch machen, dass das mehr so wirklich... wüstenmäßig kommt. Hier habe ich übrigens auch das Sapphire Palace. Es geht auch in die Richtung, ist aber total mit dem Grundspiel. Ne? Da gab es noch gar nichts. Und eines meiner ersten Let's Builds. Da habe ich auch so ein bisschen mit Türmchen und so Umrandungen und so Blümchen und so gemacht. Aber da gab es noch keine Wellness-Tag-Kugeln und keine Ruinen und nichts. Also ich glaube, ich nehme die Ruinen. Ich mag die voll. Ich mag die gern. Ich habe die gern. Weiß, ah, das ist wieder die Frage, ne? Weiß oder nicht weiß, das ist wieder so, eigentlich fast das Sandfarbene eigentlich auch ganz gut. Nur diese Leisten da am Rand, die sind halt weiß und die gibt es nicht in beige. Diese Leisten da, und deswegen würde ich das, glaube ich, jetzt wirklich komplett wieder weiß machen. So, ja, das sieht irgendwie, ich weiß auch nicht, edler aus. Kannst du nicht erklären. Wir können jetzt mal gucken, wie wir das machen mit der Tür. Da muss natürlich eine Tür hin. Und die gibt es auch in weiß. Witzigerweise. Und da können wir sowas machen. Das vergrößern einfach. Da gibt es hier so ein Loch, wenn man die Türen vergrößert. Das ist eigentlich voll doofig. Aber man kann die einfach so vergrößern und ineinander platzieren. Und schon hat man da so tolle Bögen und so, ne? Das ist voll cool eigentlich. Das bringt da voll die Struktur rein. Schade, dass es nicht so orientalische Bögen sind, wie hier auf dem Bild. Wo ist das Bild? So habe ich es nicht platziert. Da gab es so ein Bild, ne? Diese Bögen. Und da würde ich jetzt auch nochmal... Ich weiß noch nicht, ob ich da oben einen Balkon mache oder nicht. Aber wir können auf jeden Fall so ein Dach mal ziehen. So wie drüben auch beim Sapphire Palace. Das ist hier ganz gut auch aufgehoben, deswegen baue ich das hier auch. Ich habe hier übrigens auf dem Grundstück auch die Finca gebaut, aber mittlerweile geht mir halt wirklich der Platz aus. Ich habe keine großen Grundstücke mehr. Und von daher, ja, man muss einfach dann
gucken. Man muss gucken, wo man bleibt. Und dann muss halt was anderes weichen. Oh, das ist schon krass, ne? Boah. Ich erinnere mich gerade voll zu an Assassin's Creed. Irgendwie die Anfänge. Die Templer. Das Marokko oder was das war. Oder Israel oder keine Ahnung. Es ist schon krass, ne? Es ist schon krass, was man damit machen kann. Also wenn ich selber dann irgendwie dann auch so begeistert bin, dann ist es, glaube ich, echt gut. Ich habe mich da schon ein bisschen dran gewöhnt, ne? Aber das ist immer dann, dass man da irgendwie auch, also man muss einfach mal ausprobieren. Es ist ja, glaube ich, eine ganz coole Geschichte. Deswegen, also ich freue mich immer, wenn ich so eine neue Reihe ausprobieren darf und da rumfummeln darf und dazu labern darf, dann, ja, man muss das einfach ausprobieren auch, ne? Ich weiß jetzt auch nicht, ob mir das jetzt so gefällt oder nicht. Ich meine, man kann es ja nicht falsch machen eigentlich. Ne? Man kann es einfach wieder entfernen, wenn es einem nicht passt. Aber ich würde da oben, glaube ich, echt irgendwie so eine Art, ich weiß nicht, ob wir es so machen, weil wir haben ja da drüben haben wir es ja auch so gemacht mit diesen Dächern, so könnte man sich auch das herleiten, weil das finde ich ziemlich cool, denn das haben wir so ein bisschen Form drin. Das können wir ruhig von uns selber abgucken hier. Ist ja auch schon wieder 2 Jahre her oder was. Da werde ich ja wohl mal wieder was abgucken dürfen. Und da könnten wir jetzt, also ich muss, glaube ich, doch wirklich nochmal. Ja, ich muss mir überlegen, ob ich so eine Dachterrasse will oder nicht. Das ist so jetzt gerade meine Überlegung. So eine Dachterrasse ist so eine Art. Also ich probiere das jetzt mal, dass wir hier vielleicht sogar wirklich dann bis nach vorne gehen. Auf 4 Kästchen. Und ist die Tür gar nicht mittig, oder was? Die Tür ist gar nicht mittig. So eine blöde Tür. Ja, ja, bei diesen Größenverhältnissen, da ist es echt schwierig. Naja, so jetzt haben wir es mittig, oder? Nicht, dass wir uns da verbauen. So, und wenn wir jetzt hier... Ich möchte auch so Nischen irgendwie reinbauen. Ich weiß noch nicht. Ich muss mal gucken. Wenn wir jetzt hier so ein Dach drüber machen, wie sieht das denn aus? Auch hier so ein... So eins. Hier so. Und Bogen. Weil das ist eben diese Bogenform, ne? Die bringt voll dieses Orientalische rein. Das ist so krass irgendwie. Ja? Ja, 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 ja. Doch, 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 doch. Das ist es, das ist es. Das ist es. Und da jetzt natürlich, na, wir könnten auch sowas dann machen, aber das wäre, glaube ich, zu... Das wird auch gut aussehen. Hätten wir das von oben nochmal aufgegriffen. Schwierig, schwierig, schwierig. Schwierig, schwierig, schwierige Entscheidung. Das ist eine grundsätzliche Entscheidung jetzt hier. Ich finde den weißen Tempel total cool. Eigentlich, wenn wir die Dächer als Kuppeldächer bezeichnen, dann muss man es so machen. Dann muss man es wirklich so machen. So. Ja, und da muss dann auch so eins, glaube ich, ne? Da muss dann so eins. Können wir uns das mal vorstellen? Geht das so? Können wir uns das so erlauben? Und wie sieht das mit der Kuppel aus? Eigentlich muss die Kuppel auf dem Türmchen mehr stehen. Hier sind wir aber schon auf der höchsten Höhe. Ich kann die nicht noch höher machen. Könnten den höchstens höher machen, aber das bringt uns gar nichts. Man muss auch immer die Größenverhältnisse sehen. Guck mal den kleinen Stuhl hier an. Das ist so Pipi. Pimmel, Pimmel, Pipi, Pimmel. Oh Mann. So. Ja, ich... Ich wollte eigentlich Pipifax sagen. Es tut mir leid. So. Ja, ich glaube, wir machen es so. Das hat dann auch so eine Sternform nachher. Doch, das wird cool. So eine Sternform. So, du musst dann noch eins weiter rüber. Oder? Oder zwei sogar, oder? Ne, eins, ne? Oder? Ja. Was haben wir da? 3. Gitter, zeig dich, wo bist du denn? So, 3, 3, 3, 3. Okay, das ist auch gut, das ist symmetrisch. Dann ziehen wir dich jetzt mal hier durch, dass wir dich auch da drüben haben. Das ist das falsche Dach dann aber, dann müssen wir das andere nehmen, dann müssen wir das da nehmen.
So, dann können wir das nämlich gleich durchziehen und dann hat es auch die gleiche Wölbung. Das ist ganz praktisch. Das ist ganz praktisch. So hoch doch nicht. Stopp, stopp. So. Und das gleiche dann nochmal. Und das kann man jetzt auch kopieren, die Dächer. Das ist neu seit dem Patch vor Großstadtleben. Und dann kann man die jetzt hier so platzieren. Hier ist auch falsch, ne? Ja. Und dann hat man auch hier die gleiche Wölbung. Das ist total cool. Boah, das sieht voll geil aus jetzt. Guck mal. Das sieht voll cool aus. Vielleicht machen wir das doch dann niedriger, dass das wirklich so eine Art Sternform ist. Das hat schon was. Das hat schon was. Wir könnten auch theoretisch das hier so machen, dass wir das doppelt aufgreifen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Das wäre auch was. Das wäre auch was. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Das wird voll schwierig, Leute. Das sind immer diese Entscheidungsfragen. Ja, die Leisten, die können wir uns jetzt sparen, weil die gibt es hier nicht auf dieser Höhe. Die können wir uns sparen. Wir können das Stockwerk... Das ist doch schon höchste. Wieso gehst du da nicht? Doch, du musst doch gehen. Ach so, weil da ja die... Aber das ist nicht die höchste. Also eigentlich müsste man die da auch rummachen. Man könnte die ja auch bis zu der Tür machen. Na, wie macht man das jetzt? Das ist wieder eine witzige Frage. Also man kann ja entweder... Kann man es komplett drumrum machen... Oder man macht es nur auf einer Seite. Aber es geht nicht, dass es nur... Und da kann man jetzt ein bisschen was ausprobieren. Wir ziehen da einfach eine Bodenplatte rein. Das geht ja auch. Ich nehme mal die. Das möchte ich jetzt aber ausprobieren. Das muss ich euch sagen hier. Wir machen hier mal das Gitter rein, dass ich nicht die Wand kaputt mache. So. Nein. So. So, und da machen wir jetzt mal so und so und bis hier hin. Und das Ding muss eins rein. So. So. Ja, oder? Nee, Denkfehler. Das untere muss auch... Nee, das untere muss nur rein, oder? Können wir hier so ein Ding machen, ne? Und das jetzt wieder vorzieht, dann verschwindet es aber. Ah, wisst ihr, was ich machen will? Wisst ihr nicht, ne? Ich möchte das hier... Ja, doch. Ja, doch, aber das untere muss auch noch eins. Das muss auch noch eins. Dann machen wir das auch so. Oder? So, und da muss jetzt die Leiste da runter, Mensch, nur da unten drunter. Das machst du jetzt wieder überall. Ich will doch nur da drunter hier. Du machst das so und das muss jetzt aber eins rein. So genau will ich das haben. So möchte ich haben. So, okay. Wie sieht das jetzt aus? Das sieht irgendwie komisch aus. Es darf aber gern so ein bisschen reingehen. Ich finde das jetzt gar nicht mal so schlecht. Weil dann hat man das ein bisschen Form. Vielleicht können wir den sogar dann noch eins weiter rausziehen. Dass der vorne noch ein Stück breiter ist. Aber dann müsste man oben auch eins breiter machen. Ganz oben dann natürlich auch, ne? Außer man macht oben so eine Art Balkon, so wie hier, ne? Das ist nicht ganz so... Ja, die Qual der Wahl. Wie machen wir das denn? Ich hätte da oben gerne noch so einen Weg gemacht oder irgendwie so. Aber wir können jetzt nicht noch weiter nach innen, sonst haben wir innen keinen Platz mehr. Also wir müssen das, glaube ich, so machen. Oben muss jetzt eine Platte drauf, natürlich, dass wir da das Dach wieder zu haben. Nee. Ja. So, wieso ist da eigentlich das Falsche dran? Das will ich gar nicht haben.
Ich will das haben. Ich mach keinen Scheiß, lass mich da platzieren. So, komm. Jetzt hüpft es da rum hier. Ich glaub's ja wohl nicht. Komm, jetzt mach hier ne, bitte. Bitte. Wo muss ich denn? Da muss ich hin. Okay. So. Und jetzt hat man da den Rand halt oben. Ah, das ist wieder doof. Können wir das mit Säulen kaschieren? Nächstes Thema, Säulen. Also da passen natürlich einige. Also das ist echt schwierig, weil da passen wirklich einige. Natürlich erstmal die hier, die sind aber so ein bisschen, die sind ein bisschen zu wenig. Die passen gut. Die sind aber ein bisschen zu schmal. Die sind ein bisschen zu schmal. Ja, und die hören auch auf da, ne? Das ist ja blöd. Oder aber wir kaschieren das mit irgendwelchen solchen Säulen, weil die haben auch sowas. Die sind so ziemlich cool, was das angeht. Also die haben so, die sind aber wieder blöd bei diesen Schrägtürmchen. Obwohl, die passen sich ja so an, stimmt ja. Aber die sind ja cool dann. Also das ist dann ja nice mal. Also dann haben wir ja auch das, ja dann haben wir ja, dann haben wir ja doch die Entscheidung schon getroffen, oder? Ich meine, wir müssen den Bogen auch nicht über zwei Stockwerke machen, ne? Das juckt ja kein Sim nachher. So. Die wollen rein und blubbern und dann sind sie zufrieden. Die gucken sich das nicht mehr an. So, wenn du Glück hast, kriegst du noch hübsch dekoriert oder so als Lob. Merkmal. Stimmung. Also das finde ich jetzt krass, weil das ist echt cool. Das ist cool. Hier erkennt man das Türmchen gar nicht mehr. Deswegen müssen wir hier so ein bisschen mal aufpassen. Weil das ist ja cool. Also das gefällt mir voll gut. Das muss ich schon sagen. Man könnte das sogar noch in die Mitte auch reinmachen. Also das wäre dann wirklich ein richtig schönes Umrandungsdingens. Also das wäre dann schon krass. Das wäre dann schon schön hier. Das wäre schon schön. Weil wir haben auch da so einen Boden, so einen Teppich. Und dieser Teppich, der hat auch so eine Form. Und wenn man unten so einen Ruinenboden macht, dann ist der so halb transparent, wie so ein Mosaikboden eigentlich. Und also mir geht hier ein bisschen das Türmchen jetzt auf der linken Seite verloren, auf der rechten Seite verloren von jetzt, von hier aus gesehen. Also hier geht mir so ein bisschen das Türmchen verloren. Das Türmchen-Style. Der ist zu weit vorne, der Türmchen. Das Türmchen. Der Türmchen. Ich probiere das mal. Ich muss mir das angucken. Boah, das sieht schon geil aus. Boah, das macht voll die Stimmung jetzt. Leute, das macht voll die Stimmung. Da habe ich voll Bock drauf jetzt. Wow. Oh ja. Und hier vielleicht dann noch mehr Säulen. Komm, wir machen hier ein Säulenparadies. Ich sag's euch. Das ist wieder blöd. Das sind 5. Oh nein. Dann machen wir das so. Und da kommt jetzt noch ein schönes Zäunchen hin. Ein Zäunchen zu einem Mauerzaun. Zu einem Zaun, oder? Oder ein bisschen anderer so, oder was, oder wie, oder wo. Das ist halt ein langweiliger Zaun. Der ist halt wirklich langweilig ohne Ende. Ich weiß nicht, was es noch für langweiligere Zäune gibt. Der hat so eine Leiste, das finde ich ganz cool. Das hat auch so ein bisschen was von offen und, ne? Wir können natürlich auch hier wieder diese Fenster nehmen, die hier. Sowas. Jetzt müssen wir aber echt aufpassen mit diesen Kästchen, weil das mit den 5 ist nix. Das mit den 5 ist nix, sage ich euch. Das ist gar nix. Das ist scheiße. Scheiße hier, 5 Kästchen. Das ist voll blöd. Was machen wir denn da? 5 Kästchen. Wir können hier nicht schmaler werden, weil die Tür so breit ist. Wir müssten das Ganze 1 breiter machen, hat aber auch wieder den, 2 Kästchen breiter, hat aber auch den Nachteil wieder, dass wir hier oben auch dann wieder breiter sind. Wobei wir haben hier echt genug Platz. Oben ist es dann, das ist egal, das kann hier auch ein bisschen breiter sein. Ja, dann machen wir das doch so, oder? Aber dann müssen wir das alles neu verschieben und so. Oh, das wird schwierig. Das wird schwierig. Sieht schon geil aus, ne? Aber das Dach muss schon weiß sein, ne? Dach muss schon weiß sein. Wenn wir da oben dann auch nochmal so ein Zäunchen nehmen,
komisch aus. Weil da ja diese Dings ist hier, diese Leiste da. Wobei wir da auch, also ich weiß nicht, also da gibt es ja bestimmt Deko-Sachen, die man da hinstellen kann. So ist es da auch nicht, ne? Das Coole ist, es ist weiß und es wirkt alles so beige. Das ist so toll eigentlich. Komm, vergrößere dich doch. Ich habe doch gesagt, vergrößern, Mensch, hier, komm. So. Nochmal eins, ne? So. Dann können wir dir nicht da draußen. Doch, das geht bestimmt, komm. Du kannst hier im Gitter. Da geht's dir gut, auf dem Gitter, ne? Du willst immer aufs Gitter, du. Bist gittergeil. Wieso bist du jetzt da unten? Wenn ich dich da oben platziere, das macht doch keinen Scheiß hier. Ich will dich da oben doch haben, Mensch. Können das irgendwie so ein bisschen kaschieren oder so? Weil können wir einen Ticken da irgendwie wieder was rausholen? Also das finde ich schon schön. Oh, da gibt's doch die neuen. Moment mal, da gibt's doch die neuen. Da gibt's doch die neuen da. Großstadtleben, wo sind da? Die hier, die sind doch neu. Ja klar, die gibt's sogar in so Farben und so. Guck mal, voll schön. Was gibt's denn da noch? Wow, oh, da passt alles. Oh, cool. Und die sind auch cool. Das sind so neutrale. Und wir können aber gern so ein bisschen... Oh, das ist geil. Wow, jetzt sind wir wieder durch, ne? Sind wir durch, durch. Welche nehmen wir? Die sind schön, die sind schön. Die gefallen mir richtig gut. Aber das Blaue ist mir so ein bisschen... aber das passt halt von der Form her voll gut, ne? Wie sehen die denn aus, wenn man die vergrößert? Die sind kaum matschig, ne? Das ist voll cool. Müssen wir auf jeden Fall sowas machen, irgendwie in die Richtung. Das ist cool, das ist sehr cool. Gut, okay, das ist jetzt übertrieben. Vielleicht sogar so ineinander, das ist ja nicht mal doof. Das ist ja nicht mal doof. Ah, da flackert es wieder. Ah, da muss man doch mal gucken. Weil wenn man es nebeneinander macht, dann hat man halt so eine Leiste dazwischen, ne? Das ist halt immer ein bisschen schade dann. Und da flackert es dann nicht mehr. Sehr schön. Ah, wir können es einfach ein ganz kleines bisschen nach hinten verschieben. Dass eins auf jeden Fall vorne ist und uns hier das Muster dann mal so ein bisschen aussuchen, dass wir das so machen, ne? Gehen wir einfach weiter nach hinten, dass die auf jeden Fall nicht auf dem gleichen Pixel stehen, sozusagen. Und hier auch wieder. Dass das Muster aber nicht unterbrochen wird quasi, dass man immer ein Kästchen hat. Das flackert nur noch auf einem Muster. Aber wenn man jetzt hier so einen Ticken nach vorne geht, nochmal ein bisschen. Es muss ein ganz kleiner Ticken sein. Ein Pixel reicht da schon. Dann flackert das nicht mehr. So, boah, das wird voll geil. Oh, ich liebe dieses Projekt jetzt schon, ne? Das ist so krass. Okay. Wow. Wow, wow. Bom, chicka, wow, wow. Jetzt muss ich das Gleiche nochmal machen. Hoffentlich kann man jetzt diesen Raum kopieren und zwar mit den Säulen, bitteschön. Geht das? Ja, das geht. Juhu, juhu. So, jetzt müssen wir gucken, dass das Eckchen muss an den Turm eingebracht werden. An das Hauptgebäude, meine ich so. Wow, das nimmt er alles mit. Das ist ja cool. Das habe ich noch gar nicht getestet. Sehr schön. Und nochmal dich auch hier so. Und dich ebenso, ne? Kopieren, kopieren, kopieren. Boah, das nimmt sogar die Kuppel mit. Das ist ja ein Service. Boah, genius. Mit Höhenverstellung und alles. Boah, das ist ja geil. Dann können wir ganz schnell die Türmchen hier kopieren. Das ist ja cool. Wow. Das machen wir jetzt noch kurz. Heute noch diese Folge. Boah, das wird so cool. Das wird so geil. Das wird so geil, Leute. Ich freue mich so. Ich freue mich so. Ich lobe mich schon wieder 20 Mal selber. Ich weiß, aber es wird so cool. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich finde, das habe ich voll toll gemacht. Da kann man so schöne... Oh, da kann man so Dinger... Da kommen die irgendwann wieder... Können wir auch vergrößern. Dann können wir die so... Können wir da vielleicht sogar... Oder irgendwie... Oh, das wird voll geil. Irgendwie hier so vorhängen oder was. Das ist so... Ja, hier rein so. Oh, ist das cool. Wenn man hier so Vorhänge, wenn da hinten noch so Fenster sind, dann können wir das sogar so offen gestalten alles. Und es sieht aus wie so Vorhänge außen. Nein, ist das cool. Oh no.
Das macht ja nichts, wenn die im Boden im Keller drin sind, ne? So. Ja gut, okay, jetzt ein bisschen übertrieben. Am Schluss übertreibe ich es immer noch ein bisschen, ne? So. Das wird so krass, Leute. Das wird so mega. Das wird so mega cool. Boah, das wird so cool. Schade, dass die oben so ein Ding haben. Oder hier diese blöden Dinger, die man sonst nirgends verwenden kann. Ist doch wahr. So, wir kopieren jetzt mal kurz noch die Türmchen. Das muss auch noch sein, ne? Das haltet ihr noch aus. Ich weiß, die Folge ist schon wieder so lang geworden. Ich bin schon wieder vertieft im Bauen. Es tut mir leid. Es ist halt... Oh, die kann man auch mehrfach kopieren. Nein. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Die kann man auch mit Shift, kann man die doppelt kopieren. Jetzt habe ich da 20 Türmchen, wenn ich möchte. Cool. Gut, da haben wir noch nicht überall Säulen platziert. Das ist ein bisschen doofig. Aber das reicht jetzt mal. Boah, das ist ja cool. Mit Shift kann man die sogar... Krass. Dann können wir 100 Türmchen machen hier. Wow. It's amazing. Ah, da oben überlegen wir uns noch was. Das wird cool. Das wird geil. Oh, vielen lieben Dank fürs Zuschauen euch. Wirklich. Und ja, wenn ihr Ideen habt, haut raus. Haut raus. Wir sind ganz am Anfang. Wir haben noch so viel vor. Wir haben so viele Möglichkeiten. So viele... Sachen, die wir damit machen können. Ich freue mich so. Ich bin sicher, gemeinsam kriegen wir da was wunderschönes hin. Ich freue mich jetzt mega aufs nächste Mal. Ich muss hier oben doch nochmal so eine Leiste hinplatzieren, sonst sieht das komisch aus auf dem Vorschaubildchen jetzt. Ja, man muss auch gucken, sonst würdet ihr jetzt gar nicht drauf aufmerksam werden, wenn ich das jetzt nicht mache. Sonst würdet ihr das Video vielleicht gar nicht sehen, wenn ihr sagen würdet, das sieht ja scheiße aus auf dem Vorschaubild, klickt das gar nicht an. Und dann hättet ihr das Ding verpasst hier. Na, oh, das wird so krass. Oh, das wird so krass. Oh, ich freue mich. Ich freue mich. Ich brauche noch eine Dachleiste. Das machen wir auch noch hin. Eine Dachleiste. Wow, geil. Bon, chica, wow. Leck mir im Arsch. Entschuldigung, aber dieser Ausdruck, der musste jetzt noch sein. Ich finde es so cool. Ah, oh, das wird krass. Vielen lieben Dank euch fürs Zuschauen. Wir sind am Ende angelangt dieser Folge. Boah. Boah, bam. Bam, bam. Bam. Muss ich jetzt nochmal ein bisschen angucken. Ich find's so toll. Ich find's so toll. Oder ein bisschen die Kugel raus. Aber das hat man jetzt die ganze Zeit nicht gesehen. Dann sieht man es jetzt auch nicht mehr. So. Ja. 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 Ja, das wird mein Orient Tempel Spa Lounge, whatever. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge hier zu dieser Reihe, die ich noch nicht richtig benamst habe. Oder jetzt einem anderen Video eure Wahl. Den Sendeplan gibt es wie immer auf Instagram. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und ja, bei Snapchat gibt es immer Vorschauen und sowas. Da können wir ein bisschen labern, während ich baue manchmal Screens und dann, hey, wie findet ihr das und so, ja, ja. Und ja, vielen lieben Dank. Ich freue mich. Tolle neue Reihe. Ich bin gespannt, wie das wird. Tschüss, macht's gut.